Willkommen auf dem Weltacker. Wenn wir die gesamte Ackerfläche dieser Welt durch die Zahl all ihrer Bewohnerinnen und Bewohner teilen, stehen für jeden von uns etwa 2000 Quadratmeter zur Verfügung. Auf deinen 2000 Quadratmetern muss alles wachsen, womit dich Mutter Erde ernährt. Getreide, Ölfrüchte, Erdfrüchte, Zucker, Obst, Gemüse, Nüsse, aber auch Tierfutter, Sprit, Biogas, Baumwolle und Gummi. Der Weltacker zeigt dir deine 2000 Quadratmeter und all seine Bewohner. Heute zeigen wir dir, was deine 2000 Quadratmeter Ackerfläche und deine Ernährung mit der Erderwärmung zu tun haben. Beginnen wir am besten beim Kohlenstoff. Er steckt in allen Lebewesen und gehört zu den verbindungsfreudigsten Elementen auf der Erde. Mit Sauerstoff zu CO2 verbunden, ist er ein wichtiges Spurenelement in der Atmosphäre. Bei der Photosynthese atmen Pflanzen mit Hilfe der Sonnenenergie CO2 ein und verwandeln es zusammen mit Wasser in Zucker, aus dem sie dann Blätter, Stängel und Wurzeln bilden. Den Sauerstoff atmen sie wieder aus. Das gleiche macht das Plankton im Meer und ernährt damit die Meerestiere. Alle Tiere, Pilze, Mikroorganismen und auch wir Menschen werden so von der Photosynthese der Pflanzen ernährt. Pflanzen entziehen der Atmosphäre also Kohlenstoff. Ein Teil davon kehrt in den Kreislauf zurück, wenn Mikroorganismen Pflanzenteile wieder zu CO2 verarbeiten oder wenn Holz verbrennt. Ein anderer Teil wird dauerhaft im Boden und am Meeresgrund gespeichert. Dieser Kohlenstoffkreislauf blieb über Jahrtausende relativ stabil, bis Menschen vor 200 Jahren begannen, fossilen Kohlenstoff, also Öl, Kohle und Erdgas, in immer größeren Mengen aus der Erde zu holen und zu verbrennen. Gleichzeitig reduzieren wir die Speicherung von Kohlenstoff in Bäumen und im Boden durch die Umwandlung von Wäldern, Mooren und Wiesen in Ackerflächen. Dies führt zu einer Veränderung des globalen Treibhauseffektes. Die Erde nimmt mehr Sonnenenergie auf, als sie wieder ins Weltall abstrahlt. Das ermöglicht Leben auf diesem Planeten. Die Atmosphäre schützt uns vor Strahlen und Temperaturschwankungen. Doch die menschengemachte Steigerung dieses Treibhauseffektes führt zu einer Überhitzung. Sie entsteht vor allem durch die Erhöhung des CO2-Gehalts in der Atmosphäre. Weitere Treibhausgase sind Lachgas, Methan, Wasserdampf und andere. Unsere Ernährung und Landwirtschaft sind direkt und indirekt für fast 40% der menschengemachten Treibhausgase verantwortlich. Unterschiedliche Lebensmittel haben einen unterschiedlichen Treibhauseffekt. Ein Kilo Kartoffeln verursacht 0,2 Kilo CO2-Äquivalent. Ein Kilo Reis 3,2 wegen des Methans, das dabei entsteht. Ein Kilo Butter kostet 9 Kilo CO2, ebenso ein Kilo Burgerhack. Ein Kilo regionale Erdbeeren kostet 0,3 Kilo CO2-Äquivalent. Sind sie dagegen eingeflogen, macht das 15,6 Kilo. Fleisch und Milch sind besondere Klimakiller, weil in einer Kalorie tierischer Produkte ein Vielfaches in pflanzlichen Kalorien steckt. Wie klimaschädlich oder freundlich deine Ernährung ist, hängt schließlich davon ab, wie viel fossile Energie in den Acker hineingesteckt wird. Vor allem durch künstliche Düngung, Maschinen, Sprit und Pestizide. Wenn wir so viel Lebensmittel wie bisher einfach wegwerfen oder verderben lassen, entsteht ein Drittel der Treibhausgase ohne jeglichen Nährwert. Auch die Herstellung von Strom und Sprit aus Pflanzen tragen so zum Klimawandel bei. Ebenso unsere Baumwollklamotten oder Gummireifen. Was immer wir davon einsparen, hilft gegen den Klimawandel. Von den meisten besonders klimaschädlichen Anbauformen wissen wir übrigens, dass sie auch der Artenvielfalt und der Widerstandsfähigkeit der Landwirtschaft schaden. Und damit wären wir wieder am Anfang. Je mehr Kohlenstoff unsere Land- und Forstwirtschaft durch Humusaufbau der Atmosphäre entzieht und zurück in den Boden bringt, desto besser für die Fruchtbarkeit und Vielfalt der Böden und fürs Klima.
Mehr über den Weltacker erfahrt ihr auf unserer Webseite 2000m2.de. Dort findet ihr auch unsere Online-Seminare über den Klimaacker, den Boden, unsere Ernährung und natürlich die echten Weltäcker, die ihr besuchen könnt.